Hallo Freunde, es gibt mal wieder einen Konzertvlog. Ich freue mich schon voll, auch wenn man das meinem Gesicht vielleicht nicht ansieht. Ich mache mich jetzt fertig, weil ich fahre jetzt nämlich gleich los und treffe mich mit meinen Geschwistern und meiner Mama, weil wir gehen heute nämlich zum Scala-Konzert in Lobetal in der Waldbühne. Spielen Scala und wir waren vor 6 Jahren schon mal da, haben das meiner Mama zum Muttertag geschenkt und dieses Jahr haben wir dann quasi die Chance wieder ergriffen, weil meine Mama liebt die total. Aber jetzt mache ich mich erstmal fertig. Sechseinhalb Stunden später. So, ich bin jetzt bei Mene Masa angekommen und trinke einen Sauerkirschnektar-Schorlen-Getränk-Ding. Ja. Nein. Meine Mutti hat ein neues Oberteil. Oder ist es neu? Ja, das ist neu. Mit Glitzi vorne. Und Klimperbimper hinten. Zwei. Alles Gute zum Muttertag. Dankeschön, meine lieben Kinder. Wir sind sie, die Karten. Damit habe ich ja gar nicht gesehen. Sind ja doch. Wir gehen zu Scala. Das ist süß. Hier riecht es so schön nach Wald. Ja. Woran das wohl liegt? Wald. Ey, ich kann raus. Ja, du bist, ich mach so ein lustiges Smiley drüber. Alter, wir laufen hier schon seit 800 Stunden. Und der Mann bei der Parkplatzzuweisung hat gesagt, es sind nur noch ein paar Schritte. Also wir sitzen hier sehr scheiße und wir sehen nichts. Ja, ist da ja, ne? Ich bin gespannt, wie sich dieses Video gestalten wird. Geht los!
gerade die Brille von meinem Bruder in ihn, damit ich endlich mal was sehe. Okay, hier. Das ist jetzt vorbei. Ich will noch nicht, dass es vorbei ist. Ich bin noch nicht bereit dafür. Nee, das sehe ich überhaupt nicht ein. Auf unsere Familie. Auf die Familie. Genau. Dass wir immer zusammenhalten und stark sind. Genau. Richtig. Dass unsere Mutter weiterhin so cool bleibt. Genau. Tschüsschen. Also, das ist Mikey. Mike ist mein Sohn. Mikey, stell dich mal vor. Mike, der Sohn von Ute. Ja. Mikey hat nämlich noch eine Schwester, die heißt Anne. Die liegt da, die liegt im Schrank. Anne ist krank. Anne hatte ein schweres Raucherbein und das musste ja abgenommen werden. Anne hat leider nur noch ein Bein. Anne ist meine Tochter. Wir haben noch eine Adoptierte, die heißt Emily, die wohnt aber in Pank. Weil die haben es nicht vertragen, die musste ich trennen. Anne habe ich geboren. Da haben wir noch in Klosterfelde gewohnt. Da war ich 7 oder 8. Und Mikey ist ein paar Jahre jünger als Anne. Gut, dann verabschiedet so euch. So lange, Leute. Wir freuen uns, wenn wir mal wieder mitspielen dürfen. Und Zimt? Nee, war das so? Ich hab Zimt, Apfel. Gesungen. Und dann nach einer Weile sind wir dann aufgestanden und haben uns hingestellt, weil wir nichts gesehen haben. Ich bin voll aufgegeistert. Und weil ich den Eindruck habe, dass diesmal auch das von der Akustik besser eingestellt war. Mhm. Und ich bin wirklich begeistert und ich würde die gerne nochmal sehen. Auch jetzt in dieser Besetzung. Mhm. Ja, stimmt, weil die haben nämlich vorher gesagt, dass diesmal ein bisschen weniger Frauen da sind. Aber das ein bisschen besonders ist, weil es mit Choreografie jetzt. Mhm. Also ich bin begeistert, ich freue mich ganz doll, dass die Kinder sich die Gedanken gemacht haben und das mir geschenkt haben. War meine also Idee. Ich hab euch mit ihr. Und das ist so ein besonderes Erlebnis, wenn wir alle Viere das zusammen machen. Ja. Der war ja nur echt scheiße. Das passiert. Ja. Ihr Sohn. Jetzt geht's wieder los. So, und Krischi? Ich fand's toll. Okay. Also war extrem großartig, Gänsehaut pur. Ja, definitiv. War schönes Wetter, die Leute waren, man hat gemerkt, durch und durch Publikum war super begeistert. Ja, gerne wieder. Ich wollte gerade sagen, war ja jetzt unser drittes Gala-Konzert. Hm. Ey, wollen wir die noch auf Facebook liken? Ja, machen wir sofort. Machen wir sofort. Liken war auf Facebook, ja, ganz wichtig. Mhm. Und auch vielleicht dieses Video vielleicht auch liken. Ja. Und vielleicht auch kommentieren oder so. Mhm. Und ja. Dann im November gehen wir wieder. Mutter, was auch immer du tust, leistet. Also, bis November. Bis, tschüss. Juni, ich bin raus. Tschüss.